Zurück bei Mario & Rabbids Kingdom Battle sind wir jetzt in Welt 4 im Räderwerk. Oh. Die Musik wird ernster. Oh mein Gott, und das ist schon die erste Herausforderung. Darf man da überhaupt irgendwo stehen? Besiege alle Gegner. Okay. Jetzt brauchen wir definitiv Leute, die Schaden austeilen können. Sie kann gut Schaden austeilen. Und sie kann noch heilen. Und er kann auch gut Schaden austeilen. Aber seine Waffe hat halt nicht so eine große Reichweite. Aber er macht halt 100 Schaden. Er ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ah, gut. Kann sich aber jetzt nicht so viel bewegen, ne? Er macht auch noch gut Schaden. Er macht halt Kavum-Raserei, aber ich glaube nicht, dass die mich weiterbringt. Wir probieren es mal mit denen. So, das heißt, sie hat die komplett ausgerüstete Waffe. Er hat hier ausgerüstet. Und kann nur noch hier gegen Hopsa sich erhöhen. Aber allgemein auch den Schaden erhöhen. Machen wir, komm. Mario hätte jetzt nichts erweitern können, ne? Auch sein Hammer nicht? Nein. Gut. Dann gucken wir bei dem Yoshi nach den Fähigkeiten. Oh, Mario hat wieder 60 Punkte. Dann nimmt Mario natürlich Lebenspunkte. Die nimmt... hier den Schaden verringern. Genau, 50 passt. Den muss ich irgendwann nochmal richtig durchskillen. Ich glaube, dann geht der richtig böse ab. Und Yoshi kann gar nichts skillen. Das ist ja doof. Ja gut, das könnte ich rausnehmen und das da. Das wären 30 und nochmal 60, also 90, 140 Punkte. Könnte ich natürlich hier schön reinpacken. Beziehungsweise hier sogar auf 5 erhöhen. Na gut. So, also alle haben die volle Waffenstärke. Kommt einer von euch schon ran? Nein. Nein, nein. Kommst du ran? Da ist erst die Röhre. Oh, was haben die denn an Energie? Doch nervig. Das heißt, da muss ich deren Schaden erhöhen und muss nach links gehen. Ich glaube, links fühle ich mich erstmal in Sicherheit. Ich hoffe mal, das funktioniert so, was ich vorhabe. Oh nein, es funktioniert natürlich nicht so, wie ich es vorhatte. Oh, ist das doch zum Kotzen. Ich sie da. Kann auch ganz normal auf ihn schießen. Okay. Gut, dann ist er halt draußen. So, sie steht da sehr offen. Das mag ich gar nicht. So, und Yoshi, der kann... Da oben sind auch noch Gegner, ne? Muss ich auch noch rankommen. Ah, verdammt, ich habe gar nicht auf die Bodenplatten geachtet. Okay, sie steht safe. Er ist noch nicht safe. Das heißt, dann mache ich das da.
Ne, damit komme ich nicht ran. Na gut, dann machen wir es halt so. Schön, auch noch mit Stoß raus. Geiles Ding, hä? Schild aktivieren. Ja, geil. Schön mit Feuer erwischt. Der ist erstmal außer Gefecht geschalten. Der ist erstmal außer Gefecht. Eine kurze Zeit. So. Ja, du machst dein Bewegungsding, aber kannst da doch eigentlich gar nicht wirken, oder? Der kann wirken. Aber da kann ich auch dann hier eine Granate hinwerfen, ne? Das ist ganz praktisch. Schönes Ding. So, jetzt kommt er. Ja, ja, er kann die Peach angreifen. Rabbit Peach. Ah, trifft auch nicht. Geil. So, er kommt runter. Er kann heilen. Das ist mir aber egal. Aber er kann eine Granate werfen. Macht er aber nicht. Warum nicht? Er wirft auch keine Granate. Okay. Ich jetzt überlegt, genau. Ich sollte jetzt genau überlegen, was ich mache. Das macht am meisten Sinn. Gucken. Bin kritisch getroffen. Wunderbar. Komm ich darüber? Ja, komme ich. Frage ist, komme ich mit Mario dahin? Ja, müsste ich eigentlich sogar mit Mario hinkommen. Wunderbar. So. Geil. Schönes Ding. Wenn ich mich mit ihr rein theoretisch da platzieren. Also, hier aus der Theorie her. Das mache ich auch mal. Alter, Mario hatte ja mehr Glück als Verstand gehabt. Und hau dem einen um Ohren. Kritisch immun. Kritisch immun. Kritisch, kritisch, kritisch. Alles kritisch. Das läuft, das läuft, das läuft. So. Komme ich mit Mario jetzt bis nach da vorne ran? Nee, komme ich nicht. Das heißt, dann sollte ich mich mit Mario mal da hinstellen. Ja, machen wir doch so. Wuppdi! Dann bist du schon mal weg. Dann aktiviert Mario das. Es wird immer besser. Aber Mario, du stehst jetzt echt sau ungünstig, ne? Das möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Und wenn du treffen solltest, dann wunderbar. Hoffe ich nur, dass du nicht erwischt wirst. Ne, gut. Du wirst dann später geheilt. Oh geil, ihm ist nichts passiert. Du musst dich jetzt einfach nur bewegen. Jawohl, es war so klar, dass du dich bewegst. Du Idiot. Ja, genau, jetzt bewegst du dich auch noch. Ja, geil. Ja, ist mir egal. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Er ist doof. Aber okay. Ah, der heilt wieder. Na gut. Du willst es also auf die harte Tour, ja? Geh schon, Boy, pass auf. Achso, da komme ich raus, ne? Verdammt, ich treffe den gar nicht von hier. Dann machen wir das so. Zünden erstmal ganz kurz die Heilung, um Mario ein bisschen hochzuheilen. Erwischen den. Mit Tinte. So.
gut, von der erhöhten Position mache ich eh mehr Schaden, deswegen lohnt sich das sogar von da aus zu schießen. Nö. Den da. Ne, damit könnte ich sie verscheuchen, das will ich ja jetzt gerade noch nicht. So, mal mit dir springe ich dahin. Genau, dann springe ich auf den. Kann rein theoretisch da runter. Will ich aber nicht. Gut, will ich jetzt den wegschalten oder den ausschalten? Ach, ich schalte den da unten aus, ey. Was soll's. Weil immer noch die Frage offen ist. Ne, bei dem brauche ich mehr Schläge. Mach mal den da weg, komm. Jawohl, 297. Hätte ich so den anderen getroffen, wäre es geil gewesen. Komm, lauf. So. Oh, süß. Darf ich? Ja? Danke. So, wir platzieren uns da. Tschüss. Na komm. So, normaler Schaden. Na komm. Kommt eh nicht ran. Ja komm, was soll's. Backdashen, ne? Perfekt sogar. Perfektes Team, könnte man sagen. Da oben war aber nichts weiter. In seltensten Fällen ist da mal was, aber... Oh, neues Rätsel. Oh, weia. Wir müssen irgendwie nach unten gelangen. Aber diese Röhren sind nicht verbunden. Hm, mal sehen, wofür diese Schalter gut sind. Ja, wahrscheinlich, um die Röhren zu verändern. Und Energie zu bekommen, das ist wichtig. Wie oft kann ich denn das drehen? Okay, also den muss ich schon mal definitiv so drehen. So. Kommen wir da hin? Da komme ich dahin. Da komme ich dahin. Wunderbar. Hol mir noch erstmal die Kiste. So. Da gehen beide auf, aber ich glaube, das bringt mich nicht weiter. Nee. Genau, das bringt mich weiter. So. Nope. Ja, das könnte helfen. Ich muss jetzt mal gucken, ob es wirklich was hilft. War die richtige Entscheidung. Jetzt ist die Frage, muss ich den Schalter drücken oder nicht? Doch, muss ich. Muss ich, muss ich, muss ich. Und dann muss ich den hier drehen. Ah, nee, halt. Warte mal. Ja, genau. So will ich. So. Dann da hoch. Mach ich wieder einen gelben Schalter. Mal da den Pilz. Kann ich hier wieder hoch? Muss zurück und dann kann ich den Pilz holen. Das war eigentlich totaler Schwachsinn, weil voll Energie, aber... Nee, nicht ganz voll Energie. Yoshi hat da noch so ein... Rabbit Yoshi hat noch so ein bisschen zu kämpfen, aber das ist eigentlich vertretbar.
So. Nein. So komme ich rüber. Komme ich so rüber, so rüber, so rüber. Und habe ich es geschafft. Halt. Damit zieht ihr eine Münze noch ein. Ah, ich darf hier sogar drehen. Oh nein. Erreiche das Ziel. Ich sehe es jetzt schon. Erreiche das Ziel. Erreiche das Ziel. Viel zu viele Wege. Nein, besiege alle Gegner. Okay. Gut, dann besiege alle Gegner. Wir machen jetzt als erstes erstmal den da platt. Wunderbar. Fast schon ein One-Hit-Wonder. Hätte ich schon gar nicht mehr das andere gebraucht. Ja, komm. Ja, genau. Auch noch mit Stoßschaden. Also der wurde richtig... richtig, richtig böse rangenommen. Würde ich mal sagen, also bei dem ist nichts mehr irgendwie. An Resten übergeblieben. Jetzt sind es noch 6 Gegner. Kein Gegner in Reichweite. Ach nein, die. Hin. Ah, danke. Jedenfalls einer, der sich mal bewegt. Hui. Richte die Haare. Cool, danke. Das hat doch jetzt gar keinen Sinn gemacht. Das sind die normalen Heiler, ne? Oh, Honig. Honig ist nicht gut. Aber das gefällt mir. Machen wir erstmal Nummer 1. Oh, das sind so viele. Auswählen könnte. Aber nein, ich möchte lieber Mario nehmen. Da könnte ich natürlich jetzt hier richtig böse. Der kann den da. Und Mario kann bis hier vorne hin. Das heißt, dann platziere ich Yoshi auch da. Das heißt, Yoshi platziere ich da. So. Jetzt kommt Mario, der kann nämlich von dem auf den springen. Ah, verdammt. Dann platziere ich den da. Weil, erzähle ich euch gleich, was ich vorhab. Zack und tschüss. Danke. Nee, nee. Nein. Boah. Machen wir es mal so. Und am besten noch kritisch, dann... Ach, schade. Heilen wir die erstmal alle hoch. Ah, gut. Ja, mehr kann Mario gar nicht angreifen, seht ihr? Sich das mit dem auch gleich erledigt. Ah, kann er hier wirken? Theoretisch schon. Ich weiß nicht. Ach doch, ich mach's einfach mal. Ich aktiviere es mal.
Was soll schon schief gehen? Oh, verdammt. Bild aktivieren. Nee, brauchen wir nicht, komm. Wechselt ihr wieder Plätze? Nee, er kommt rüber und versucht wahrscheinlich Mario sogar anzu... Nein! Er greift nicht Mario an. Er greift doch Yoshi an. Ich wollte ihm erst noch ein Schild geben. Aber nein, ich habe es natürlich nicht getan. Nee, du sollst da nach vorne rennen. Die Schaden machen eure Granaten aber nicht, ne? Jawohl, Mario. Deine Chance. Hätte sich ruhig ein zweites Mal bewegen können, ne? Oh, er heilt sich lieber. Und wirft sogar noch eine Granate. Hm. Okay, Yoshi, du kannst den da einmal wegdashen. Du könntest dich aus der Theorie da platzieren und auf den draufschießen. Aber du könntest auch dann da runtergehen. Ihm eine verpassen. Und dich da hinstellen und dann dem Schild böse Aua machen. So, dass diese Heiler wegkommen. Damit ist die Entdeckung weg. Und auch noch kritisch getroffen. Schön. Das heißt, ihr könnt eh in der nächsten Runde nichts machen. So. Kann ich mit ihr... Lass mir alle Münzen einsammeln. Hier runter. Den wegdashen. Und dann dem eine verpassen eigentlich. Kann ich mich da irgendwie besser platzieren? Nee, Yoshi steht da, verdammt. Na gut, platziere ich mich einfach da. Punkt, Ende, aus. So. Der ist weg. Der segnet gleich das Zeitliche. Wenn sie kritisch trifft. Nein. Er segnet nicht das Zeitliche. Gut. Dann machen wir jetzt hier alle Schilder aktiv. Und Mario noch hier unten. Ah. Tschüss. Ah, toll. Da trifft er natürlich kritisch und schön hier so im Schatten. Ist auch geil. Da kann jetzt immer von da oben wirken. Ja, hol mich ruhig näher. Nein, abseits. Aber danke. Ja, jetzt platziert er sich da. Kann er nur sie angreifen. Sie trifft normal. Ja, geil, Leute. Ihr macht das ja richtig für mich. Muss man ja euch mal richtig geil lassen. Jetzt will man denn mehr? Hat sich genau da zu platzieren und einen schon mal weg zu haben. Ihr seid echt die geilsten. Nummer 1 weg. So. Und dann machen wir jetzt gleich Nummer 2 weg. Ich weiß nicht, schaffen wir es mit Mario und dem Sprung? Kommen wir darauf? Nee, schade. Mit Mario und Sprung schaffen wir es nicht, aber komm, dann kriegt er den Hammer. Wie meine ich davon aus, dass noch ein Level kommt? Meistens sind es immer 2. Und den Hammer habe ich so selten in Benutzung. Deswegen, hier der Hammer für dich. Und damit haben wir die Schlacht gewonnen. Genau, 4 Zügen. So soll es sein. Und es ist ein Perfekt. Perfekt, perfekt. Oh yeah.
That's what I like. Gut. So, hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter, weil dafür brauchen wir wieder spezielles Item. Aber hey, wir kriegen wieder neue Tarotkarten, die wir uns irgendwann echt mal angucken müssen, was ich schon so oft sage. Schön zu sehen, dass zumindest ein Rabbit nicht am Rand dreht. Haha, ich hab's heute echt drauf. Ja, du hast es sowas von drauf. Und natürlich haben wir hier auch noch eine Waffe, die wir uns holen können. Also hier natürlich Tarotkarten, aber hier die Waffe. Vorher holen wir uns hier die Münzen. Münzen, Münzen. Bin ich mal neugierig, wie teuer die Waffen werden. So. Ja, komm her. Und zack, geschafft. Hier noch irgendwas drin oder so? Münzen? Nee, ne? Ich hab hier 10 keine Münzen. Naja, egal. Eine neue Waffe für Mario mit Auge um Auge. Zahn um Zahn. So. Bevor wir aber mit Welt 5 weitermachen, und bestimmt hier versteckt sich noch was. Nein, hier versteckt sich nichts. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.